Hallo Freunde von World of Warships und herzlich willkommen zu diesem grauen, furchterregenden Kasten namens Mecklenburg in einem neuen Replay, eingesendet von Tom. Tom, der jetzt mittlerweile dem Fuso-Clan beigetreten ist, ist ein fleißiger Einsender dieses Kanals von diversen Videos, wie ihr wahrscheinlich schon, wenn ihr den Kanal länger verfolgt, im Laufe der Zeit mitbekommen habt. Habe ich jetzt zweimal im Laufe der Zeit gesagt, da, das ist ein guter Punkt, damit ihr den Daumen nach oben und die Glocke mit dem Abo drückt. Was für eine bescheidene Überleitung. Nun denn, ich wünsche euch zuallererst einen wunderschönen Samstagmittag und uns ein wunderschönes Gefecht. Es ist ein Standardgefecht, kein Herrschaftsgefecht. Man sieht auch schon, hier haben wir Blink. Also wenn die Mecklenburg zu ist, haben wir plus 10%. Wobei heißt es immer noch Blink im Englischen? Und es hat im Deutschen strammes Tempo. 10% Schiffsgeschwindigkeit. Es ist immer so die Frage, ne? 10% Schiffsgeschwindigkeit sind bei einer Startgeschwindigkeit von 32,5 Knoten 3,2 Knoten mehr. Theoretisch kommen wir ran, wenn wir nicht ausweichen müssen auf ein Niveau, was die kleinen DDs mit 36 Knoten also einholen kann, natürlich nur mit der 5% Flagge dann noch oben drauf, die aber tatsächlich nur auf die Grundgeschwindigkeit von 3,25 wirkt und sich nichts, also zwar akkumuliert, aber eben nicht auf Standard plus Kill und darauf die 5% bezieht. Aber wir kommen trotzdem über die 36. Das Ding ist ja, wie oft funktioniert oder wie oft wird das bei einem Schlachtschiff eingesetzt werden können? Öfter als bei einem Kreuzer, das mit Sicherheit. Denn die Kreuzer, die nicht hinter der Insel stehen und deswegen nicht zu sind, die werden wahrscheinlich auf hohe Distanz dauernd feuern, wegen der geringeren Kadenz, ja. Und die Kreuzer, die hinter der Insel stehen, die würden zwar von diesem Skill profitieren, die gibt es ja auf Kreuzer nicht, wenn sie mal bekommen würden, aber könnten ihn nicht einsetzen. Hier rein um die, wie die Schiffsklassen theoretisch davon profitieren. Bei den DDs ist es 50-50, bist du ein Gun-DD ist er für den Arsch, bist du ein Torpedo-DD ist er ziemlich praktisch, ich glaube, da sind es plus 8%. Und jetzt hier bei Schlachtschiffen haben wir es zum Anfahren brauchen können und dann zum wahrscheinlich Umpositionieren. Aber das könnte es dann schon gewesen sein, weil ihr seht ja auch hier, einerseits schießt die Mecklenburg durch ihren relativ geringen Reload. Hier sind wir jetzt bei 22 Sekunden, 22,4 Sekunden Ladezeit durchs Skill, ne? Minus 12% Nachladezeit über das Modul. Wollen wir ja so viel Schaden machen wie möglich. Dementsprechend wird das tatsächlich nur der Fall sein, wenn wir in die Bredouille kommen. Jetzt kommt halt die nächste Frage. Wie oft kommt man mit einer Mecklenburg in die Bredouille? Ist kein Sekundärartillerieschiff, also ist theoretisch ein Sekundärartillerieschiff. Wir haben ja, haben wir hier auch 8,7 Kilometer Reichweite oder 8,5 oder sowas, 8,3. Wenn das hier Stock ist, ohne dass es beeinflusst wird von Flaggen, ne, dann sind es ja die 8,7. Aber wir skillen die Mecklenburg nicht auf Reichweite, weil ja, wir haben eine andere mächtige Waffe, nämlich die Hauptartillerie, die mit ihrer Genauigkeit weitaus mehr Schaden machen kann, wenn wir länger überleben. Deswegen ist es nicht vonnöten, da reinzududeln. Also wir müssen nicht schnell rein und wir müssen nicht schnell raus, denn wir sind immer auf Distanz. Andere Schlachtschiffe sind auch nicht viel schneller als wir mit 32,5 oder dann schlussendlich fast 34 Knoten. Ja, es gibt ein, zwei, die Italiener kommen da auch gut hin oder die Kreuzer kommen halt auch dahin. Nicht alle, aber ein, zwei. Dementsprechend, ja. Aber wir können es ja durch das Gefecht jetzt ein bisschen beobachten, wie sehr hier die plus 10% Schiffsgeschwindigkeit nicht nur wie oft sie auftauchen, sondern wie sehr sie dabei auch nützlich sind. Jetzt wird natürlich gleich wieder die Munitionsart gewechselt, weil wir haben nur dann 5 mm. Das macht ganz schön Schaden in die Breitseite. Ansonsten Schaden in die Front und Schaden in die Breitseite. Was die Pen und Overpen betrifft, ist da irrelevant. Es geht hier über den Alpha-Damage tatsächlich. Hier in die Breitseite, in die 19 mm der Superstructure. Da kommen auch mal 12.000 Schaden und da ist die Kombination mit dem Brand
um die große Kurfürstgeschehen. Ihr seht schon, wir sind in den ersten 5 Minuten einer großen Kurfürst begegnet, die relativ sich obszön durch die Mitte hier der Inseln gedrängt hat. Damit meine ich nicht, dass er sich zwischen 2 Inseln durchgedrängt hat, das wäre nicht obszön gewesen, sondern die Zeit, in der er das gemacht hat. Das ist meist keine gute Entscheidung, so früh im Gefecht das zu machen. Wobei hier in diesem Fall nur eine Minotaur, das eine Schiff, das er getötet hat, eine Monty und wir drauf schießen haben können. Aber das hätte sich geändert, wäre er weiter nach vorne gekommen. Das 4:1 ist halt gar nicht geil, muss man auch sagen. Tom ist jetzt schon bei 75.000. Ihr seht, er ist relativ, muss man sagen, weit hinten. Die Karte ist nämlich diagonal gedreht, deswegen wirkt es so, als würde er am Kartenrand rumpimmeln. Aber von hier zum eigentlichen Cap, theoretisch gibt es noch Herrschaft, da ist ein Cap in der Mitte, sind es halt dennoch nur 12 Kilometer vielleicht. Das ist eine mittlere Kampfdistanz für ein Schlachtschiff. Das sucht man dann eher in dieser frühen Phase, vor allem bei so viel Feind, wenn überhaupt nur mit einem Sekundärschlachtschiff, mit so viel Feind eigentlich gar nicht, weil da ist auch das Sekundärschlachtschiff, wie wir vorhin beim großen Kurfürsten gesehen haben, mehr Opfer als Jäger. Und dementsprechend ist es schlau, hier ein bisschen Abstand zu gewinnen. Zudem, man sieht ja auch, es sind ein U-Boot, ein DD auf unserer Seite hier. Es sind quasi Schiffe, die kaum zu beschießen sind, denn das U-Boot kann immer zugehen, wenn es möchte. Und der DD meistens auch, wenn er aufhört, schießen. Also sind wir das einzige Ziel. Und der Gegner hat 7 Schiffe hier. Wir spielen theoretisch also 7:1, wobei wir 2 Schiffe davon nicht mal beschießen können. Gut, die Z-52 ist zurückgefahren, um die Kazonis zu bekämpfen. Die Minotaur hilft auch, aber dann ist immer noch 5:1 und das ist ebenso kritisch. Und auch das U-Boot hier, das macht uns jetzt einen großen Strich durch die Rechnung. Problem bei einem U-Boot ist, wenn man nicht zuerst Breitseite zeigt, genau so, und dann erst einlenkt, dann hat man quasi, also sobald die Torpedos auftauchen, quasi kaum eine Chance, die Torpedos zu verhindern. Wenn man geradeaus zufährt und dann versucht, nach links abzudrehen, um dann noch einmal einzudrehen, dann trifft normalerweise immer etwas, solange hier der... Wir könnten mal Bomben abwerfen, das wäre es, weil das Super sieht so aus, als würde es einfach gerade stehen. Ne? Hätte er jetzt den Ping nicht gelöscht vorhin, dann würde mit Sicherheit alles von 4 getroffen haben, also alle 4. Der zweite Ping hat jetzt die hinteren 2 Torpedos nochmal reingewählt und man hat da keine Chance auszuweichen. Großes Problem dabei ist, zusätzlich dazu, dass man Breitseite zeigen muss, um den Torpedos auszuweichen. Das könnte jetzt tatsächlich kritisch kommen. Und dann ist man das gefundene Fressen für großer Kurfürst etc. Die Amagi mit dem 410 mm. Da hat er jetzt aber mehr als nur Glück gehabt. Ne? Er kann ja nicht mal schneller anfahren, selbst wenn er es möchte. Er hat die Schraube verloren. Das bedeutet, er beschleunigt extrem langsam, wenn überhaupt. Ihr seht, die Geschwindigkeit geht nach unten. Er versucht sich hier in den Smoke zu retten oder hinter den Smoke zu retten. Den Smoke zwischen sich und das U-Boot zu bringen quasi, da die Vampire ja draußen ist. Aber es ist ja nur ein Daring Smoke. Das ist relativ kurzer Smoke. Das ist schon kritisch hier. Natürlich ist er sofort wieder offen. Aber man muss aber auch sagen, die großen Kurfürsten hier, 3 Stück im Gegnerteam. Keiner fährt gut. Einfach keiner fährt gut. Der eine große Kurfürst ganz hinten leckt sich die Funden, nachdem er Breitseite gezeigt hat. Der große Kurfürst wird dasselbe jetzt machen. Er leckt sich gleich die Wunden, weil er wieder Breitseite gezeigt hat. Dann bekämpft er wieder auf eine höchst uneffektive Art und Weise das U-Boot. Das liegt aber nicht in Toms Fehler oder Fehlverhalten. Das liegt im Wargamings Fehlverhalten. Eine gescheite Art und Weise, wie man U-Boote bekämpfen kann, dem Spieler an die Hand zu geben. Es ist zwar aktiv, aber es ist dennoch nicht aktiv möglich, das U-Boot zu spotten. Und jetzt, wo die Daring tot ist und deren Hydro, was das U-Boot theoretisch auf 2 Kilometer aufmachen kann, wenn es am tiefsten Punkt getaucht ist, was meiner Meinung nach immer noch ein absoluter Witz ist, die Proxy-Spotting gilt für jedes Schiff. Das Proxy-Spotting gilt für jedes Schiff. Das sind die 2 Kilometer. Ob es durch Inseln ist oder sonst was, nur für U-Boote nicht. Da braucht man extra Hydro. Das heißt, nicht mal ein energischer Vorstoß des eigenen Schiffes oder des eigenen Teams nützt etwas, wenn du kein Hydro hast.
Das ist meiner Meinung nach sehr bedenklich und gehört sofort behoben. Wenn das U-Boot es nicht realisiert, ah, Gott sei Dank, sieht fresher aus, wenn das U-Boot es nicht realisiert, dass es 2 Kilometer Abstand zu halten hat. Also jeder DD weiß, auch Smoke schützt nicht vor den 2 Kilometer Aufdeckungsreichweite. Dann tut mir leid, dann ist dem U-Boot nicht mehr zu helfen. Ding ist halt, Wargaming möchte dem U-Boot-Spieler den kleinstmöglichen Skillaufwand an die Hand geben. Alle anderen müssen unbedingt viel Skill haben. Naja. Naja, so ist es halt. Ja gut, er hat sich da noch gut rausgewiggelt. Gut, dass er das super erledigt hat. 183.000 ist hier schon auf der Kette. Die Z52 wird versuchen, hier durchzukommen. Die Jugumo könnte sie vielleicht spotten. Es ist schon auf HE geladen. Er wird den großen Kurfürst hier abfackeln, der mit dem Arsch zum Feind steht. Ja, ich will jetzt einmal eine ganz steile These aufbringen. Wenn alle drei große Kurfürst, die ja jetzt einzeln reintropfen oder ne, verhindert hinten abgefackelt werden oder mal Breitseite zeigen, jetzt beim letzten namentlich, der noch überbleibt, und dann zurückzufahren, wieder Breitseite nach vorne zu fahren und wieder zurückzufahren, sich zusammengetan hätten und auf dieser Seite durchgedrückt hätten, da wäre von keinem Tom etwas übrig, das U-Boot wäre raus, da wäre genug Stoff gewesen, die Monty wäre raus und wir würden jetzt schon sehen, wie unser grüner Cap von, naja, wahrscheinlich unsichtbar einem U-Boot und vielleicht sogar der noch sich am Leben befindlichen Vampire 2 gekappt wird. Wenn ich schon sehe, dass ich auf einer Seite mit 3 großen Kurfürsten stehe, dann nutze ich das auch. 3 große Kurfürsten können tatsächlich auch bei dieser Verteilung der grünen Schiffe auf dieser Karte zu Beginn versuchen zu pushen. Wenn die andere Seite drüben das so aushält, wie es jetzt eben passiert ist. Dass immer noch Ruprecht und Ragnar in Beschäftigung mit der Minotaur und der Minnesota sind. Die Minotaur übrigens dann bei G3 gesehen worden ist und zurückgefahren ist, um das Cap zu verteidigen und so weiter. Ne? Also das hätte auch da geklappt, definitiv. Jetzt ist diese plus 10% Schiffsgeschwindigkeit und strammes Tempo nicht mehr notwendig, sagen wir so. Denn er sollte jetzt eigentlich abwarten. Ja, sehr gut. Den Heal abwarten. Denn jetzt muss er nirgendwo mehr hin. Er wäre in Reichweite. Er ist zu, auch wenn er 5 Kilometer weiter hinten steht. Über die Inseln wird er auch nicht gespottet, wenn er die Meerenge zwischen sich und den Kurfürsten vermeidet. Dementsprechend, wie gut hat strammes Tempo jetzt geholfen? Zuerst die ganze Zeit offen, dann kurz zu durch den Smoke. Da konnte er die 10% Schiffsgeschwindigkeit auch nicht ausnutzen mit der geschlossenen, also mit der kaputten Schraube. Zu Beginn, um schneller reinzukommen ins Gefecht, ja. In diesem speziellen Gefecht tatsächlich gar nicht so notwendig. Vor allem nicht, weil wir hier drüben noch 3 Schiffe haben zu 2 und die Minotaur oder die Minnesota gleich weg ist. Und die Minotaur ist eigentlich eine Salbe, wenn es blöd läuft. Oder wenn es gut läuft für uns, ja, wenn es blöd läuft für die Minotaur. Dementsprechend ist immer eine Frage der Abwägung und natürlich des Spielmodus, in dem man sich befindet. Ob man diesen Skill verwendet, um, naja, schnell irgendwo zu sein. Oder ob man ihn verwendet, um mehr Schaden zu machen. Aber die Frage ist halt, was wird dann geskillt, um mehr Schaden zu machen? Vielleicht sehen wir das in den Endscreens. Aber ich glaube, wir haben von Tom schon ein paar Mal seine Mecklenburg eingesendet bekommen. Daher, man kann jetzt auch sagen, die 198.000, die sprechen für sich. Der Skill ist auf jeden Fall broken. Aber ich würde jetzt die 198.000 tatsächlich eher weniger mit dem Skill in Verbindung bringen. Also mit dem plus 10% Schiffsgeschwindigkeit, sondern eher mit dem Kapitänsskill, also Toms Skill und dem fehlenden Skill des Gegners. Vor allem voran der Schlachtschiffe. Aber gut, das ist eine andere Geschichte, ne? Ein guter Spieler weiß, die Fehler der Gegner auszunutzen. Das ist der große Unterschied. Ein schlechter Spieler schafft das nicht, sondern dessen Fehler, eher eines schlechten Spielers, wird dann vom Gegner ausgenutzt. Das ist der große Unterschied. Und wie immer ist es beim Zusehen immer einfacher als beim Selbstmachen. Das muss man leider auch sagen. Ja. Wir haben nicht viele Runden in der Mecklenburg, die über 200.000 sind. Dementsprechend, gut, ich glaube auch, das Gros der Spieler hat nicht viele Runden, die über 200.000 sind. Replays verfälschen tatsächlich
eher dann die tatsächliche, oder den tatsächlichen durchschnittlichen Schaden der Schiffe. Das muss man auch mal sagen. Ne? Und hier ist zum Beispiel auch nichts der Diamagidum, weil sie zeigt der Montana breit genug und uns breit genug. Also die Positionierung ist generell schlecht. Aber es ist meistens nur eine Reaktion auf die Gefechtsumstände. Das darf man nicht vergessen. Also, was sollten die Magier bestenfalls machen? Sie sollten nach oben abdrehen. Dann wäre Montana, hätte keinen guten Winkel, wir hätten keinen guten Winkel. Hätte hier auch nichts gebracht. Wir hätten dann auf High umgeschaltet mit den 305 mm. Das ist valide mit kleinem Kaliber und schnellem Reload. Auch bei einem Schlachtschiff kann man das machen. 233.000 Schaden. Platz 1 mit 2203. Das bedeutet, bei einem Basic Speed gemessen sehen wir, dass wir viel Schaden an Schlachtschiffen gemacht haben von den 230.000, denn die bringen nicht so viel. Da sieht man es auch. Großer Kurfürst 76, Großer Kurfürst 62, dann die 30k, Yamagi die 36k. Wir haben kaum guten Schaden gemacht, aber vom Schlechten sehr viel. Seht AP viel. Dann die Brände 24.000, die Pen, die Brände mit 57.000 dazu. Das rechne ich immer gerne mit High an, vor allem wenn man sieht, dass Sekundärartillerie hier 32 abgeschossen und eine getroffen hat. Das war mutmaßlich auf die Vampire. Kann man es hier raufklicken, um zu sehen? Ja, da haben wir sie, die 248. Ach, es ist so gut, dass man das im Nachhinein zeigen kann. Und du müsst aber auch mal schauen. Die Mecklenburg wurde gut auf mittlere Distanz gespielt. Die Hitpoints der Mecklenburg sind eigentlich 85.800. Wir haben aber 128.000 Schaden erlitten. Das bedeutet, wir haben 150% der Trefferpunkte getankt. Weil viel war am Ende jetzt nicht mehr über. Und das mit unserem eigenen Leben. Das bedeutet gutes Management des Heals. Und das bedeutet auch gute Wahrung der Distanz, damit man zugehen kann, wenn es muss. Bei einem sekundären Schlachtschiff ist das quasi nur möglich, also das Zugehen, wenn man den Feind vernichtet hat und dann noch lebt, dann geht man meistens zu, wenn überhaupt. Das ist weitaus schwieriger. 15 Minuten, 230.000. Ne? Credit Points haben wir 575. Ja, Tom hat uns hier noch seinen Kapitän mitgesendet. Und ihr seht schon, hier ist die straffe Geschwindigkeit. Und hier ist auch der Torpedoschutz mitgeskillt. Sind beides keine schlechten Skills. Sind natürlich zwei Zweier, die man theoretisch opfern könnte für einmal Brandschutz, wenn man das möchte. Dann hat man einen Brandherd weniger. Man könnte aber auch sagen, gut, die Türme der Mecklenburg drehen schnell genug, weil man eh weiter hinten ist und nicht in die Bredouille kommt, dass ein Schiff zu nah ist und man nachdrehen muss. Dann könnte man auch diesen und diesen hier verwenden, um etwas anderes zu skillen, was man möchte. Die Variation ist da, zumindest in diesem Fall der Mecklenburg. Meistens geht man auf Schiffe, die mittlere Distanz mit guter Hauptartillerie kämpfen, auf Überleben. Und da ist der Brandschutz mit dabei. Nicht wegen der 10% natürlich, weil die 10% die geben am Ende dann promillmäßig weniger an Brandwahrscheinlichkeit, sondern tatsächlich, weil das Schiff sonst 4 mögliche Brände hat und wir mit diesem minus einer Brandmöglichkeit doch die 25% kappen. Also dann haben wir nur noch 3 Brände statt 4. Also minus 25% Brandstellen. Muss ja immer ein bisschen aufpassen, ne? Weil wenn man etwas dazu nimmt, dann ist es 150% von 3 auf 4. Und wenn man es runternimmt, ne? Und hin und wieder passe ich nicht so gut auf. Deswegen, da muss ich schauen. Hier haben wir die, glaube mal, komplett normale Modulauswahl für die Mecklenburg. Manche haben hier noch schnelleres Anfahren drin, wenn sie eher, anstatt öfter zu drehen, mit dem Arsch zum Feind stehen und dann einfach das, oder eigentlich die Geschwindigkeit regulieren, ist bei einem Schlachtschiff nicht so effektiv wie bei einem Kreuzer, weil die generell schlechter anfahren. Nun denn, ich wollte euch noch einmal kurz zeigen, was gemeint ist mit Replays sind Einzelfälle, die sehr guten Schaden machen. Das kommt nicht bei allen so vor. Seht, hier ist die Mecklenburg. Der Durchschnittsschaden ist 98.000. Ihr seht, es gibt noch einige Schiffe, die besser sind, aber nicht so viele. In Kombination mit den Gefechten. Ne? Die Thunder ist halt ein absolutes Monster mit 5,8 Millionen. Da sieht man es. Das Schiff performt auf jeden Fall besser als die Mecklenburg. Wir haben aber auch die Bourgogne mit 106.000. 1,8, das sind brutale Dinger.
und die Conqueror, der All-Time-High ist beim Liebling von den allermeisten Leuten. Aber ihr seht, auch der Einfluss aufs Gefecht ist ja bei solchen relativ passiv gefahrenen Schiffen nicht so gut. Und auch die Anzahl der Kills ist niedriger als bei einer Mecklenburg. Da müssen wir noch ein bisschen warten, bis wir 1 Million, 1,5 Millionen haben. Dann sind die Ergebnisse immer ein bisschen ausschlagkräftiger. Und ihr seht auch, das, was ich euch immer sage, alle Sekundärartillerie-Schiffe, zumindest all jene, die wirklich als solche dediziert sind, die haben es schwierig, die haben relativ geringe Gefechtseinfluss, weil sie früh sterben. Die haben vor allem relativ wenig Frags, das sind die Kills, die sie erledigen. Also nicht mal einer pro Gefecht durchschnittlich, weil die viel ankreuzen, aber schlussendlich nicht mehr zum Abschluss kommen und haben auch den geringsten Schaden, weil sie einfach zu früh sterben. Das macht sich auf alles andere hier auch, hat einen Einfluss. Tatsächlich ist die Sekundärartillerie, die Average Plane Destroyed, also die, ach Gott, die Anti-Air, dankeschön. Obwohl sie nicht besonders gut ist, also nicht außergewöhnlich gut ist im Vergleich zu, ihr seht hier eh, ja, Mecklenburg-Ohio, geht. Vermont aber, ne? Und die Louisiana hat gute Anti-Air und der Kreml. Ist sie nicht so schlecht aufgestellt, was den Abschuss der Plane Skills. Das liegt aber nicht daran, dass die Anti-Air gut ist, das liegt daran, dass sie meist das erste Ziel sind, das hier angefahren wird, rangeflogen wird, weil Sekundärartillerie-Schiffe am nahesten dran sind. Und andere Schiffe, die weiter hinten stehen meistens, die bekommen dann die Kills über die Zeit, weil sie halt meist die Schiffe sind, die zuletzt übrig sind und dann die Kills haben. Also Statistiken sind super toll, aber es ist halt immer wichtig, wie man die liest. Vielleicht habe ich sie auch falsch gelesen und habe sie interpretiert, so dass es meiner Aussage genehm ist. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet, was ihr aus dieser Statistik hier liest. Und wir sehen uns dann wieder im nächsten Gefecht. Aber natürlich nur, wenn ihr die Glocke aktiviert, ein Abo dagelassen habt und den Kanal weiterempfohlen habt. Ich glaube, es gibt Schlimmere als das hier. Wir sehen uns dann wieder im nächsten Gefecht. Ciao.